Ja, und bevor unser nächster Gast kommt, auf den freue ich mich ganz besonders, weil der kommt aus der Landwirtschaft und da kann ich relaten, weil ich war so eine kleine Landwirtschaft daheim, also so eine Landwirtschaft für Arme, also ein Garten halt, ich habe einen Garten und wer auch einen Garten hat, kennt das. Im Frühjahr ist man immer super motiviert, man will total viel anpflanzen, gell? Und dann tut man Sachen vorziehen und so. Und dann denkt man sich, mache ich das Baccalar, gell? Und da ein paar auf Reserve und so. Und dann setzt man das raus und dann wird das groß und dann muss man das pflegen. Und jetzt siehst du aber so saublöd die Natur, ja? Was das Arbeit ist, was Natur, da ist nichts mit laissez-faire Natur, gar nichts. Die Tomaten, die muss man alle stützen und nachbinden die ganze Zeit, weil sie das Gewicht von ihren eigenen Früchten nicht ertragen würden. Wie so Proteinpudding gefütterte Kinder, denen man dann so Gehhilfen kaufen muss. Dann haben wir einen wilden Wein, den haben wir so als Sichtschutz. Haben wir an der Mauer anpflanzt. Ich habe so zwei Drähte drüber gespannt. Man kann sie richtig schön blickdicht ausbreiten. Will er nicht. Macht aus Prinzip der wilde Wein, gell? Gleich rebelliert, das System, ja, und dann so im Rudel aufeinander runter, ja, also der Hells Angels unter den Rangpflanzen. Die Erbsen, ziemlich das Gleiche, hat wer mal Erbsen anpflanzt? Diese scheiß Pseudo-Kletterpflanzen. Denen habe ich einen Kletterpark aufgespannt im Sommer, ich schwör's, für das musst du normal Eintritt verlangen, gell? Habe ich gratis gemacht. Macht er nicht, interessiert ihn nicht. Dann halten sie sich, weil da setzt ja ein paar an, ja, und dann halten sie sich so immer aneinander an, aneinander hoch, bis irgendwann gemeinsam ineinander zusammenfallen. Links, rechts, 1000 Schnüre, gell? Na, habe ich eine Schulung gemacht dann. Also die Erbsen und ich haben eine Schulung gemacht. Ja, klar. Klettergrundkurs, gell? Haben wir Knotenkunde durchgenommen, Grifftechniken, ja, eh klar. Inklusive Selbstfindungsworkshop. Wie wachse ich über mich selbst hinaus? Haben wir, ja. Ziele definiert auch, gell. Wo sehe ich mich in 2 Monaten? Alles niedergeschrieben. Ja. 2 Stunden lang Coaching, jeden Tag Supervision. Wahnsinn. Und am schlimmsten ist der Rucola. Der Rucola wächst in die Fugen. Einen ganzen Garten hat er Platz, gefühlte 200 Quadratmeter, hat er sich umgeschaut und sie gedacht, die Fugen ist es, direkt vorm Hauseingang, wo jeder drüber trampelt, wo die Sonne hinknallt, aber das Wasser nicht hinkommt, das ist sein Platz. Da habe ich mir gedacht, fange ich gar nicht an mit der Therapie. Ich mir gedacht, wenn das dein floralischer Selbstwert ist, gell, der Emo unter den Salaten, nein, tue ich mir nicht mehr an. Irgendwo muss man Grenzen setzen. Ich hoffe mir aber da jetzt ein bisschen eine Info, wer sich nämlich da einfach besser auskennt mit Natur und Landwirtschaft, ist unser nächster Gast. Er hat sie auf seine Steier geschwungen und ist zu uns getuckert aus dem Bundesland, wo man zu Bananen langer Apfel sagt. Wie ist er Kabarettist geworden? Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja gut, mit Rindviecher kenne ich mich aus. Ich meine nicht sie, gell? Schreibe ich ein politisches Programm, hat er sich gedacht, gell? Aber Crowd Control kann er auch. Und ja, falls mal wer nicht spurt, hat er seinen Hammer dabei. Alles vorbereitet. Ja, sein Programm heißt Ich will ein Rind von dir. Begrüßen Sie mit einem Applaus Petutschnik Hans. Ja. Yes. Ja, grüß Sie, Kalle, miteinander. Herzlich willkommen. Hast du eingeschaltet, Jan Lukta? Das hört heute schon ein bisschen besser. Mach ein bisschen lauter, das Ding da. Also, ja, passt gut. Ja, also, grüße alle miteinander. Ich bin der Petutschnik Hans und ich komme aus Schlazing. Kennt man jetzt Schlazing noch nicht, oder? Gut, geschwind mit eins wird es erklärt. Schlazing ist ein Ort
Wenn jemand noch nie bei uns war und er fährt das erste Mal rein und er erwartet sich nichts, kann trotzdem passieren, dass man dann ein bisschen enttäuscht ist. Also früher mal so zu die, früher, also in die 80er, ja, da war es üblich zu der Heiligen, da ist das gesamte Dorf zu einem Grab zugestanden, weil wir alle in so einem Großvater gehabt haben. Ja, aber natürlich, diese Zeiten sind schon längst vorbei. Mittlerweile haben wir daheim in Schlatzing schon 3 Gräber. Gell, also, nein, wir sind ja schon international unterwegs. Gell, es ist wirklich viel los. Na gut, eigentlich ist nicht viel los, das muss ich schon gestehen. Ja, also, na, infrastrukturmäßig ist jetzt eher ist nicht so wie in Salzburg. Gell, das darf nach, wenn du nach oben dessen sagst, jetzt schauen wir mal einen Jedermann an oder irgend so eine Klumpe da oder eine Tretkabe oder was. Ne, oder ich Champions League-Match anschauen. Das haben wir eher nicht so in Schlatzing. Ja. Bei uns ist so kulturell und unterhaltungsprogrammmäßig eher tote Hose. Und aus diesem Grund haben meine Frau und ich 4 Kinder. Ja, ja, die, hin und da läuft der Fernseher auch ein bisschen eine Serie oder was. Ne, aber das war jetzt ein billiger, das war jetzt ein plumper Schmäh, weil ich einen Übergang gebraucht zu meinem nächsten Thema eigentlich. Aber das mit den 4 Kindern stimmt, meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder und wir sind wirklich sehr engagierte Eltern. Also wir bemühen uns da sehr. Nur jetzt auch vor ein paar Wochen haben meine Frau und ich haben wir so ein bisschen geredet, gell, über die Kinder und über die Erziehung und alles. Und da haben wir schon gemeinsam festgestellt, dass die Beziehung zwischen Kindern und Eltern, die hat sich in den letzten paar 100 Jahren schon stark geändert. Ja, weil, ja, wenn ich jetzt da zum Beispiel zurückdenke aufs Mittelalter zum Beispiel, ja, damals so 14., 15. Jahrhundert, ja, damals, wo ich noch jung war. Ja, damals war doch ein Kind eine Arbeitskraft auf dem Bauernhof. Ja. Da war nichts mit Papa, wohin fahren wir auf Urlaub, Papa will ein neues Handy. Da hast du zum 14. Geburtstag eine Mistgabel gekriegt, als die schleichen können. Ja. Ob zum nächsten Hof als Knecht oder was und wieder schauen. Ja. Und damals war noch der Vater das Oberhaupt der Familie. Das war halt noch eine schöne Zeit erst. Ja. Aber heute, wo ist denn heute der Vater das Oberhaupt der Familie? Na, ich zum Beispiel bin weit davon entfernt, das Oberhaupt meiner Familie zu sein. Nix, keine Spur. Wenn meine Kinder nicht wollen, komm ich daheim nicht einmal ins WLAN rein. Ja? Ja, wie es immer heißt, wenn die Kinder schlimm sein, musst du nur das WLAN-Passwort ändern. Ja, wie denn? Das kann ja ich gar nicht. Das macht immer der Bub. Ja? Wenn die Kinder zu wenig Taschengeld kriegen, ändern sie das WLAN-Passwort. Ja, dann kann ich auf die Knie umrutschen und betteln. Für 10 Euro kriege ich 1 Stunde Internetzeit. Ja, weißt du, die heutige Jugend, die Kinder kennen sich ja gut aus mit diesem ganzen Web und App. Ja, die sind ja da flink. Man ist natürlich wichtig. Es ist wichtig, dass die Kinder sich da mit den neuen Technologien, mit diesem Internet und so auskennen. Ja, sie müssen ja schließlich damit arbeiten in Zukunft und überhaupt. Und nur wenn jetzt meine Kinder so beobachten, wie sie ihre Freizeit gestalten, gell? Weil sie immer das Internet benutzen, da denke ich mir schon, machen wir meinen Teil. Ja, weil nachmittags, wenn sie heimkommen von der Schule, das Erste, was sie ist, Schultasche in die Ecke, dann nehmen sie ein Tablet oder Handy, Kopfhörer rauf, dann wird herumgesurft auf diesem Spotiflix und Netify, ja. Da links irgendwo so halb verwest auf der Couch in einer krummen Yoga-Stellung. Und wenn meine Kinder im Internet herumsurfen, dann kriegen sie rundherum von Weltgeschehen auch nichts mehr mit. Ja, da kann es blitzen und dann anders checken sie nicht. Da kann dem Nachbar sein Haus abbrennen. Das kriegen sie auch nicht mit. Höchstens, wenn es vielleicht jemand auf Facebook oder Instagram postet. Da, Papa, schau mal auf Instagram. Da schau mal an, da im Nachbar sein Haus brennt. Schau mal, da schau. Da ist sogar ein Live-Video. Da schau. Du schaust beim Fenster aus, es ist so viel besser. Ja? Und das Live-Video ist von mir. Ja? Ich bringe immer gute Klicks zu, so eine Sache, wenn man reinsteht ins Netz. Gell? Das ist schon, wenn wir jetzt schon bei einem Thema Jugend sein, gell? Ich kann mich noch zurück erinnern, wie ich noch jung war. Ja? Mir hat das immer so geärgert, ja? Dass die alten Leute auf uns Jungen immer umgeschimpft haben. Ja? Und vor allem, dass die Alten unseren Musikgeschmack kritisiert haben. Ich weiß immer noch, mein Opa hat immer gesagt, ja, ihr jungen Leute mit diesen Metallica und AC/DC und dieses Motorhead und Celine Dion, ja, das ist doch alles eine Sorgbrunnsmusik, hat er gesagt. Ja. Ja, ich habe mir aber damals geschworen, wie klein war ich mir geschworen, wie so 20 war es ungefähr, ja, so groß. Ne. Da habe ich mir geschworen,
Wenn ich einmal erwachsen bin, dann werde ich niemals auf die Jugend und ihren Musikgeschmack schimpfen. Ja? Allerdings habe ich damals nicht wissen können, was die heute für einen Scheißdreck anhuchen. Ja, was soll denn das sein, dieses Raf Camora, Apache Young Hurm, was weiß ich, wie die heißen? Ja, vom Sound her klingt das heute so wie damals in den 70er Jahren, als mein Großvater die Gorsbeck alle mit dem Rexgummi kastriert hat. Ja? Bist du jetzt sitze ich am, jetzt sitze ich beim Kirchenwirt drinnen, so gemütlich ein paar Bier getrunken und irgendwann einmal denke ich mir, oh, jetzt ist eine super Stimmung, jetzt tun wir mir ein bisschen ein modernes Liedlein, ein bisschen was zum Shaken und so. Jetzt sage ich zum Wirt, du Franz, eine da von Metallica, das neueste Lied da, das ist Nothing Else Matter. Ja? Dann kommt die Krautwaschler-Walter, seine Tochter, kommt da daher, die Theresa, weißt du, die 20-Jährige, die was der Friseurin, ist ja wurscht, jedenfalls kommt die daher. Ja? Dann sagst du, war Metallica, das ist aber ein schöner Oldie. Sag ich, was Oldie? Sag ich, das ist ein Oldie, das ist ja Musik, das ihr alte Leute gern hört. Sag ich, das ist doch Metallica, das ist doch kein Oldie. Hat sie mir ausgelacht, sag sie, ja, ihr alten Leute. Ich hab da mein Bier stehen lassen und bin heimgegangen im Blären. Ja, das ist ja. Nein, diese heutigen Teenager, der Jungen, gell, das geht mir schon auf, da muss ich schon sagen, die sind schon sehr selbstbewusst. Das muss man, ja, viel zu selbstbewusst, meiner Meinung nach. Weil früher mal beim Furgen, weiß ich noch, wie ich so die ersten Male fortgegangen bin. Ich bin drin gestanden im Gasthaus mit meiner Korthose, mit meiner Hochwasserhose. Ja. Da habe ich geschammig im Boden reingeschaut, war frisch gekampelt und alles, habe auf meinem Marienbau mit Leitungswasser umgezuzelt. Ja. Und wenn ich heute in Kirchen wird reingehe, wie schauen da die Jungen aus? Was das so eine Ohrwascheltunnel haben sie 10 cm große bis ins Gesicht auf, als sind sie tätowiert, die Zunge ist gespalten, Fleisch ist auch schon lange keins mehr und zum Rauchen haben sie mit 16 schon lange wieder aufgehört. Ja, ja, aber man sieht einfach, gell, die Zeit vergeht so schnell. Ja, ich merke auch, was mir zuvor kommt, je älter man wird, desto schneller vergehen die Jahre, habe ich oft das Gefühl. Jetzt haben wir bald 2024. Das ist ja Wahnsinn. Ich komme noch, es war ja gerade erst einmal 1985, kommt mir oft vor, oder? Ich weiß nicht. Wenn du so umschaust, du eine, 1985, das war doch, das war wie es gestern gewesen war für mich. Weiß ich noch, 1985 zum Beispiel, das war so ein schöner Sommer. Ja, da haben mich damals die Eltern immer in den Wald geschickt, so einen Schwammelklauben. Ja. Ja, damals waren die Schwammeln doppelt so groß wie sonst. Dank diesem Tschernobyl da halt, ne? Ja, das war noch wirklich eine schöne Zeit. Oder ich weiß, 1989 war ja gerade erst einmal. Ich weiß nicht, wie der Toni Polster da gegen die DDR 3 Tore geschossen hat und wir deswegen zur WM gekommen sind. Der Toni Polster, das war für mich ein Jugendidol, das war ein Spitzensportler. Wenn du den Toni Polster heute im Fernsehen siehst, dann glaubst du zuerst einmal, das ist der Keith Richards, der 3 Wochen durchgesoffen hat. Und du merkst das selber, gell, an den eigenen Kindern, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was die bei meinen Kindern, das war gerade erst einmal, da waren sie so lieb und klein, sind umgewuselt um die, haben gerade einmal das Gehen gelernt, haben da mit voller Freude zur Couch die Botschen gebracht oder eine Kiste Bier, je nachdem. Ja. Die Kinder haben dich angehimmelt, als wärst du die klügste Person auf der ganzen Welt. Ja, und was ist heute? Heute lachen mich die Kinder aus, wenn ich beim gemeinsamen Wandern immer nach der Hatsch. Ja. Jetzt war ich vor 2 Wochen mit dem Bub oben im Wald, da haben wir müssen Holz hacken, ja, gehen wir so dahin. Der Bub geht voll voraus mit 2 Motorsägen, also in der linken Hand seine, in der rechten meine. Ja. Ich hust da mit Ach und Krach hinten nach. Irgendwann schaut er mich ganz mitleidig an und sagt, sagst mal Bescheid, wenn ich den Hubschrauber bestellen muss. Ja. Alter Mann, ja, das. Ja, ich gib's jetzt, ich bin nicht mehr der Jüngste, ich weiß schon, man wird halt älter und man spürt's auch, dass man älter wird. Ja, man merkt's ja, wie die Leute mit einem umgehen. Ja, man merkt's, wenn die Friseurin ganz mitleidig fragt, ob sie die Haare um ein bisschen länger lassen soll, damit man die Glotzen ja mal sieht. Ja. Man merkt's auch, wenn man die Kinder anschaut, wenn du plötzlich nicht mehr oben, sondern aufschauen musst. Ja, das, und dabei, ich war doch früher noch. Ich war noch eigentlich, war ich früher mal fit. Ich war ja wirklich, ich war ja voll agil. Ja, das war gerade noch nicht so lange her. Ja, was glaubst du, was ich früher geleistet habe? Hey, früher mal habe ich das ganze Wochenende durchgemacht. Ja, was nicht beim Kirchen wird voll über durchgefeiert. Dann bin ich am Montag in der Früh aufgestanden vom Stammtisch. Ja.
Dann habe ich mir den Motorsack auf den Buckel aufgeschnallt, bin 2 Stunden zu Fuß auf die Alm aufgespaziert, habe oben den ganzen Tag Holz gehackt, volle Wäsche. Wie ich fertig war, bin ich zu Fuß wieder heimgegangen. Auf der linken Schulter habe ich noch geschwind ein frisch geborenes Kabel mitgenommen. Auf der rechten Schulter einen frisch verjährten Wanderer. Ja. Dazwischen die Sorge und dann war ich daheim. Dann bin ich wieder ins Gasthaus gegangen die ganze Nacht. Ja, das, ja. Und heute sitze ich im Sommer bei 35 Grad auf dem Traktor oben und verkühle mir beim offenen Fenster das Kreuz. Kann mich 3 Wochen einmal bewegen und ludel Blut. Ja, das ist. Was der, das ist. Früher mal war für mich wichtig, dass die Hausbar gut gefüllt war, dass da Sangria, Lambrusco, Whisky, Wodka drinnen war. Heute ist eine Hausbar drinnen, ein Franzbrandwein, ein Wärmepflaster und ein Hämorrhoidensalm. Nein, ich trinke ja fast keinen Alkohol mehr. Das ist, nein, ich vertrage es nicht mehr. Ich gehe eigentlich auch nicht mehr so richtig vor. Das ist, nein, am Samstag auf Nacht, nach dem Stall bin ich oft schon froh, du, da mache ich mir um 7 auf Nacht meinen Kamüntee, ja. Legen wir da ins Bett eine, stehe im Weg auf 3 in der Früh, weil ich anschließend meine Kinder vom Vorgehen zusammenklauen muss. Ja, dann stehe ich um 3:30 mit einem Flanellpyjama vor irgendeiner versifften Dorfdisco. Muss man dann anhören, wie so eine halbschwindelige Garagenband den Kulthit I Want to Break Free musikalisch vergewaltigt. Und da kann ich mit den eigenen Kindern herumstreiten, warum ich sie denn so früh schon abhole. Jetzt vor 2 Wochen habe ich mit dem Bub diskutiert. Was die holen ab, der Bub, ja, jetzt war doch Gott noch so ein Gaudi, ich will noch da bleiben. Sag ich, Bulli, anhand deiner Alkpfanne zu schließen, hast du mindestens 10 Bier und 15 Bacardi Cola drinnen. Ja? Ich glaube, es reicht. Sag ich, ja, aber wer weiß, was ich noch versahm. Vielleicht hätte ich jetzt die Liebe meines Lebens kennengelernt. Sag ich, Bulli, glaub mir, ja, es gibt kein Mädchen auf der Welt, das sich denkt, mei, der flotte Bursche, seine 5 Kilo Schwamm Bergschuhe, der kann im Rhythmus von Sweet Home Alabama umspeiben. Ja, also, von dem möchte ich 3 Kinder. Ja, also, nix, vergiss es, habe ich gesagt, Bulli, du gehst jetzt mit mir heim und um 6 in der Früh schmeiße ich dich aus dem Bett aus, so wie du mich deine ersten 3 Lebensjahre auch immer um 6 in der Früh rausgeschmissen hast. Und dann hilft mir beim Arbeiten, weil schon dein Großvater hat zu mir immer gesagt, wer saufen kann, kann arbeiten auch. Ja? Dann sagt der Bub, ja, wer saufen kann, kann arbeiten auch. Da sagt ausgerechnet der Opa, der alte Kreisungsspezialist. Ja? Genau aus dem Grund hat auf der rechten Hand nochmal 2 Finger oben. Ja? Also, ja, das ist schon, man muss sich schon oft ärgern mit den Kindern, aber natürlich, also Kinder bedeuten schon auch Freude. Gell? Es ist schon schön, wenn man Kinder hat. Und ich sage immer, ein Kind ist ja das genetische Abbild deiner selbst, dem du Wurzel geben und Flügel verleihen kannst. Es gibt einfach nichts Schöneres, als dein eigen Fleisch und Blut auf das spätere Leben vorzubereiten. Letzte Woche zum Beispiel ist der kleine Bub heimgekommen, der kleinere, der geht Volksschule. Dann sagt er, Papa, kannst du mir bei der Hausübung helfen? Sag ich, freilich, gerne, was die Mathematik-Hausübung, bin umgegangen zu seinem Heft, hab das Heft aufgemacht, hab alle Seiten ausgerissen, zusammengewurzelt und jetzt Blattl einzeln vor seinen Nosen aufgegessen. Warum? Da hat er eine Lektion fürs Leben gelernt. Weil am nächsten Tag in der Schule ist er draufgekommen, du kannst im Leben noch so oft die Wahrheit sagen, es wird dir kein Mensch glauben. Ja, ja. Ja, das Leben ist oft hart, das ist kein Kindergeburtstag. Ne? Das ist schon, das ist einer von den einzigen Nachteile, die ich vorher nicht bedacht habe. Wenn du Kinder hast, du musst quasi ein zweites Mal wieder voll in die Schule reingehen. Gell? Ich muss wieder den ganzen Schmarrn machen. Ne? Ich war eh schon froh, dass ich aus der Schule heraus bin. Ich bin ja gerade aus dem ausgeschult worden vor ein paar Jahren. Ne? Und in die habe ich eigentlich keine guten Erinnerungen an die Schule. Gell? Also ich spüre heute noch den Fingerabdruck von einer gesunden Watschen, die mir mein Lehrer gegeben hat. Also, was die an die schönen Sachen, erinnert man sich doch noch lang zurück. Ja? Man, natürlich, Schule ist wichtig, klar, selbstverständlich, Bildung, das ist alles, ja. Aber ich finde, manche Eltern übertreiben es ein bisschen. Ja, weil, wenn ich meinen zugrasten Nachbarn schaue, hat er zu mir mal gesagt, also für ihn ist schon sehr wichtig, dass sein Björn Geronimo und seine Lulorelle Eike schon im Schulalter Chinesisch, Latein, Shiatsu, Klavier und Geige lernen. Das hilft ihnen später im Leben mal enorm. Ich habe dann gesagt,
lern deine verquälten Frotzen gescheit einmal Christi, Pfirti, bitte, danke sagen. Das hilft ihnen später im Leben noch viel mehr. Ja? Das ist oft auch wichtiger, kommt man oft vor. Ne? Jetzt war ja mal Elternabend. Ja, dann sind wir umgegangen. Dann hat der Lehrer seinen Kinderpsychologen dahergezahlt. Ja, dann hat der Kinderpsychologe uns Tipps gegeben, wie man die Kinder am besten ideal erzieht. Und jedes Kind ist ein einzelnes Individuum. Genau deswegen machen wir eine Zentralmatura, schon mal soll jemand herkommen. Ne? Und dann hat er noch gesagt: Kindererziehung ist wichtig. Kindererziehung ist kein Kindergeburtstag. Man, den Satz verstehe ich nicht. Ich weiß, was will er damit sagen? Kindererziehung ist kein Kindergeburtstag. Ja, hoffentlich ist Kindererziehung kein Kindergeburtstag, weil ihr wart in letzter Zeit schon mal von Kindergeburtstag. Da meine ich jetzt nicht diesen Kindergeburtstag, wie uns eins gefeiert hat. Ja? Wo du irgendwie eine trockene Sache nicht nur einen sauren Schlag gekriegt hast. Ja, wo dann am Nachmittag die Tante Herr, Tante Oma Helga daher gewatschelt sein. Dann haben sie da so eine Kratzung sauber gemacht und Socken geschenkt. Ja, haben sie da ein bisschen getätschelt, dann sind sie da zusammengesessen, haben über ihre Hämorrhoiden geredet, ein bisschen Eierlikör geklutscht und du hast dazwischen drin sitzen und die Gauschen halten müssen. Ja, also, na, so einen meine ich nicht. Ich meine einen Kindergeburtstag, wie es ihn heute gibt, ja, wo du 3 Monate vorher schon alles genau planen musst, Einladungskarten ausschicken, Safe the Date, unsere Chantal, wir 3, sei auch du dabei. Ja. Da kannst du dann einen Zauberer, einen Clown, einen Hupfburg, eine Band, einen Gummi-Jo-Koch engagieren, ja, weil das ja alle machen. Dann am Tag der Party tust du alles fix fertig herbügeln. Der Rosen ist auf 4 cm zu übergetrimmt, das Haus ist picobello sauber und nach der Geburtstagsparty schaut der Haus so aus wie der Schlatzinger Kirchenwirt nach einer Agrarversammlung. Ja, ja, überall liegen Scherben um. Die Sessel sind aufgrund der Schlägereien alle zerbrochen und alles ist angespieben. Ja, also, nochmal, wenn wir schon von Schulthema reden, jetzt haben wir in der Schule jetzt auch Lehrermangel. Ja. Man, das musst du mir mehr erklären. Ja. Du findest keine Leute, die bei voller Bezahlung halbtags arbeiten und 3 Monate im Jahr frei haben wollen. Ja. Nein, das war jetzt gemeint. Entschuldigung, falls jetzt Lehrer da sind, das habe ich jetzt natürlich nicht so gemeint. Das war ein billiger Scherz auf Kosten der Lehrer. Also, nein, Lehrer sind wichtig. Die sind wichtig für die Gesellschaft. Die leisten einen enormen Beitrag. Ja. Sie machen quasi aus unseren Kindern, aus unseren Rohdiamanten, schleifen sie wertvolle Edelsteine. Ja, und die Lehrer zerreißen sich. Ja. Die tun extrem viel. Vor allem halt Juli und August halt. Ne, aber sonst. Ne. Drüben jetzt bei der Mittelschule zum Beispiel haben sie ein paar neue Lehrer jetzt eingestellt. Ja. Dabei sind das keine richtigen Lehrer. Das sind so Ungeschulte. Ja. Der eine zum Beispiel, der war früher Polizist, den haben sie dann rausgeschmissen. Ja, der ist mit dem Elektroschocker ein bisschen locker umgegangen. Jetzt hat der Direktor gesagt, passt, kommst zu uns, nimm den Elektroschocker bitte mit. Ja? Dann eine ist also eine Dame gewesen, die war früher bei der Bezirkshauptmannschaft Spital an der Drau. Die war zuständig für die Ablehnung von Kulturveranstaltungen. Die hat da Arbeitszeiten gehabt von 8.10 Uhr bis 8.24 Uhr. War ja zu stressig. Jetzt hat sie gesagt, macht sie Lehrerin, ist lockerer. Ja, die war Wochen da, seitdem ist sie nie wieder gesehen worden. Dann oben von meiner Cousine, der Nachbar, der Freund, der Reisinger Kurt, der wollte auch Lehrer werden. Jetzt sind sie aber bei der Aufnahmeprüfung draufgekommen, dass der weder schreiben noch lesen kann. Jetzt haben sie ihn umgeschult, jetzt ist er Polizist. Heute bin ich gemein, hey, Lehrer und Polizist, natürlich, aber hat sich angeboten jetzt, gell, dass ich den auch noch hau, ne? Mei, jetzt so wie vorgestern habe ich noch in die Schule umgehen müssen, gell, zum Elternsprechtag. Also eh nur in die Volksschule, gell, das ist eh, war jetzt nicht so schlimm, hey, Volksschule, mehr, da ist der Bub hat da so einen neuen jungen Lehrer, so einen ganzen Kamoten, so einen hochmotivierten, so einen Birkenschlapfen-Typ halt da, ne, so, man kann, wo du sagst, da gehst du jetzt mit dem mehr Bier trinken, eher mal eins drüber schieten oder sowas. Ja, ja, dann gehe ich rein, sage ich, ja, selber als Lehrer. Und dann sage ich, ja, ihr glaubst, die redet zum Lehrer, du, oder was ich als selber, was ist, wir sind in Schlatzing. Also, das, sie sagst du nicht einmal zum Polizisten. Ne? Das ist ja, na, jedenfalls sage ich, selber als Lehrer. Selber als Herr Lehrer, habe ich gesagt. Ne? Auf jeden Fall haben wir heute halt ein bisschen geredet.
Dann sagt der Lehrer, ja, also grundsätzlich ist er mit meinem Bub schon sehr zufrieden. Ihm kommt nur vor, dass mein Bub sehr oft lügt. Letzte Woche hat er zum Beispiel erzählt, dass ich angeblich seine Hausübung aufgegessen habe. Sag ich, ja, das hat er erfunden, das war kompletter Blödsinn. Wie kommt man auf so einen Schmarrn? Ne? Dann hat der Lehrer noch gesagt, ihr kommt halt auch vor, dass mein Sohn so versteckt Aggressionen in sich drinnen hat. Sag ich, das verstehe ich jetzt auch nicht, weil von mir kann er das nämlich nicht haben. Ich verstecke nämlich meine Aggressionen nie. Ne? Dann sind wir noch so ein bisschen die Schulsachen durchgegangen, Deutsch und Englisch und Mathe. Dann sag ich, Mathe, ja, Mathe sieht ein paar Schwächen. Ja. Dann sage ich, Herr Lehrer, wenn wir schon einmal beim Thema Mathe sein, habe ich jetzt dann auch einmal ein paar Schwächen. Reden wir mal über Ihre Leistung. Ja, weil, ja sicher, weil jetzt, dann, solange nämlich mein Kind bei der Mathematikausübung folgende Textbeispiele rechnen muss, lese jetzt geschwind vor. Ja. Peter verkauft 8 Kilogramm frische Kirschen um 16 Euro. Wie viel kostet 1 Kilogramm frische Kirschen? Also wenn ich jetzt an so eine Rechnung sehe, dann stellen sich mir mal folgende Fragen. Lieber Peter, wir haben ein Dezember. Ja, wo zum Teufel hast du deine frischen Kirschen her? Wenn meine im August schon zaumfaulen. Zweitens, hast du überhaupt eine Konzession? Ja? Und drittens, die vielleicht für dich wichtigste Frage. Was zum Teufel willst du überhaupt verdienen, wenn du das Kilo Kirschen um 2 Euro ausschießt, du Volltrottel, du, ne? Aber die nächste Rechnung, die kostet mir graue Haare. Ja, also, Bauer Jakob möchte für seine 2 Kühe einen neuen Laufstall bauen. Wie groß muss der Laufstall sein, wenn eine Kuh 20 Quadratmeter Fläche benötigt? Lieber Bauer Jakob, unter Kollegen, von welchem Glander bist du runtergeflogen, wenn du für 2 Kühe einen Laufstall bauen willst? Ich meine, stößt dir dein Skateboard ein oder... Oder hast du kein Gästezimmer? Ich weiß ich nicht. Meine, schau, abgesehen davon, dass du laut gesetzt für so einen coolen Laufstall eh nur 6,8 Quadratmeter Fläche benötigst. Ja. Bei 40 Quadratmeter Fläche bist du ein Stall bleibst, weil du brauchst ein Jahr lang ein Futterlager, ein Möhrenlager, du brauchst ein Strohlager, was weiß ich, was alles. Ne. So ein neuer Laufstall kostet ungeschaut einmal gleich 400.000-500.000. Machen wir 500.000, tun wir leichter beim Rechnen. Ja. Eine Kuh gibt durchschnittlich im Jahr ca. 8.000 Liter Milch, macht Einnahmen pro Kuh von ca. 3.200 Euro. Mal 2, weil wir sind jetzt 2 Kühe, sind 6.400 Euro. Da haben sie allerdings noch nichts gefressen. Ja? Kalt sozusagen. Also, du müsstest deine 2 Kühe 78 Jahre lang machen, bis du bare aussteigst. Mein Tipp, treib dir 2 Kühe in Wald auf, gibst dem Dorfjäger Kisten Bier, der da schießt sie da gratis. Ja? Also solange meine Kinder solche Rechnungen machen müssen, brauchen wir über die Leistung von meinen Schülern und Freunden nicht reden. Dankeschön und viel Dank. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Der Ober, oder?